Guten Abend bei der Zeit im Bild 1. Am Beginn der Sendung die Übersicht über die Themen und mit Vorrang dabei natürlich der Stand der Entführung eines deutschen Verkehrsflugzeugs, das zur Kursänderung gezwungen worden war und derzeit am Flughafen Schwechat in Wien steht. Flugzeugentführung also nach Wien. Zwei syrische Luftpiraten zwingen eine Lufthansa-Maschine zur Landung in Schwechat und fordern politisches Asyl in Österreich. Alle Passagiere, nicht die Besatzungsmitglieder, sind inzwischen freigelassen. Sowjetaußenminister Andrei Gromyko war heute zu einem zweistündigen Gespräch bei Papst Johannes Paul II. Im Vatikan. Anschließend äußerten beide Seiten Zufriedenheit über den Verlauf der Unterredung. Der deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl betont in Bonn die Einheit der deutschen Nation. Bundestagsdebatte nach der Regierungserklärung. Österreich, ÖGB-Präsident Anton Behnje äußert sich skeptisch zu großer Koalition. Auch bei einer großen Koalition wären die Probleme um Zwentendorf und Heimburg nicht eindeutig lösbar. Der frühere AKH-Direktor Adolf Winter bestätigt als Zeuge die seinerzeitigen Vorwürfe gegen ihn. Beim Krankenhausneubau in Wien war Schmiergeld im Spiel. Und das Wetter morgen überwiegend neblig, trüb und mild. Die Linienmaschine Frankfurt-Damaskus der Lufthansa ist also, Sie wissen schon, zum Kurswechsel gezwungen worden und steht seit 16.25 Uhr auf dem Flughafen Wien-Schwechat auf einer Abstellposition. Von den insgesamt 35 Passagieren und 8 Besatzungsmitgliedern haben die Entführer zunächst 21 und vor wenigen Minuten alle übrigen Passagiere freigelassen. Bei den Luftpiraten dürfte es sich um zwei Syrer handeln, die in der Bundesrepublik Deutschland wegen verschiedener Delikte in Schubhaft genommen wurden und die nach Syrien abgeschoben werden sollten. Die beiden Männer, beide Mitte 20, waren heute früh von Kriminalbeamten von Berlin nach Frankfurt gebracht und dort in die Maschine gesetzt worden, um nach Damaskus geflogen zu werden. Nach letzten Informationen dürften die beiden nun versuchen, in Österreich Asyl zu bekommen. Sie wollen außerdem den Rechtsanwalt des verurteilten Synagogenattentäters Yunis sprechen. Knapp vor Beginn der Sendung haben die Entführer mit der Ermordung des Flugzeugpiloten gedroht, sollte jemand näher als 150 Meter an das abgestellte Flugzeug herankommen. Die Lufthansa-Maschine ist knapp vor 16:30 Uhr in Schwechat gelandet, nachdem sie rund eine halbe Stunde über Wien gekreist war. Die beiden Syrer dürften offenbar über München zwei Stewardessen mit Messern und abgeschlagenen Flaschen in ihre Gewalt gebracht haben. Gegen 18 Uhr haben die Entführer dann 16 Männer, 4 Frauen und ein Kind freigelassen. Nach 19 Uhr auch die restlichen Passagiere. Die Besatzung musste an Bord bleiben. Über den Tower in Schwechat wurden in der Zwischenzeit intensive Verhandlungen auf Arabisch begonnen. Aus diesen Verhandlungen scheint hervorzugehen, dass die beiden Luftpiraten nicht in ihre Heimat zurückkehren wollen, weil sie dort mit hohen Strafen rechnen müssen. Die Entführer wollen eine Zusage für freies Geleit und einen im Asylrecht erfahrenen Anwalt. In diese Verhandlungen sind derzeit zwei Dolmetscher sowie Vertreter der deutschen Botschaft und der österreichischen Sicherheitsbehörden eingeschaltet. Alles, was sich noch, solange wir auf Sendung sind, tut, natürlich noch im Verlauf der Sendung, mehr dann und Zusatzinformationen Zeit im Bild 2. Wir setzen mit Auslandsberichten fort. In Rom kam es heute zur Begegnung zwischen Papst Johannes Paul II. Und dem sowjetischen Außenminister Andrei Gromyko, eine angesichts der in den letzten Jahren immer schlechter gewordenen Beziehungen zwischen dem Vatikan und Moskau sehr wohl historisch zu nennende Begegnung. Das Gespräch dauerte fast 2 Stunden, die Atmosphäre war freundlich, die Auswirkungen auf die Ost-West-Beziehungen könnten durchaus gut sein. Der sowjetische Außenminister wurde im Damasushof des Vatikans empfangen. Die bei offiziellen Vatikanbesuchen übliche Ehrengarde fehlte, denn zwischen dem Heiligen Stuhl und der Sowjetunion gibt es keine diplomatischen Beziehungen. Die Schweizer Garde, meinte Gromyko scherzend auf dem Weg zum Arbeitszimmer des Papstes, sei die ungefährlichste Armee der Welt. Fast 2 Stunden lang dauerte die erste Begegnung zwischen dem Papst und dem sowjetischen Außenminister seit 6 Jahren. Ein freundlicher Empfang, wenn man an die harten Töne Moskaus gegen Wojtyla denkt, an die Ereignisse in Polen, an die vermuteten Beziehungen zwischen dem Papstattentäter und östlichen Geheimdiensten oder auch nur daran, dass die Sowjetunion im vorigen Jahr dem Papst die Reise nach Litauen verweigert hat. Auch diesmal wurde über eine Papstreise zu den rund 13 Millionen Katholiken der Sowjetunion nicht gesprochen. Zu ihrem zweistündigen Gespräch nahmen Johannes Paul II. Und Gromyko ihre engsten Berater mit. Beide Seiten bezeichneten die Gesprächsatmosphäre als freundlich. Man habe über die Erhaltung des Friedens in der Welt
über das Wettrüsten und über die Lage der Katholiken in der Sowjetunion gesprochen. Zuvor war Außenminister Gromyko mit seiner Frau Lidia von Italiens Staatspräsident Sandro Pertini empfangen worden. Bei seinen dreitägigen Gesprächen in Rom hatte Gromyko Italien mehrmals dazu aufgefordert, den USA von der Entwicklung sogenannter Weltraumwaffen abzuraten. Die deutsche Frage und die Einheit der deutschen Nation standen im Mittelpunkt des alljährlichen Berichts zur Lage der Nation, vorgelegt vom deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl im Bundestag in Bonn. Kohl bezeichnet die Verständigung mit allen östlichen Nachbarn und die Vertragstreue gegenüber der DDR als Kern der Ostpolitik seiner Regierung. Außerdem bekräftigt